Seeleute, die auch bei Sturm und Regen nicht aufgeben, bezahlt wird nach Fangmenge. Jeder mit Angel- und Motorbootschein ist willkommen. Ich glaube, ich zeig mal den Fischer. Ja, den habe ich leider nicht gehabt. Ich habe wenig Geld für alles. Ah, dann zeige ich was anderes. Was hast denn du jetzt für einen Schein gekauft? Hast du einen LKW-Schein? Ich habe LKW, ja, habe ich. Wollen wir mal Transporteur? Das ist ein guter Fahrer, der sich viel Geld. Bauarbeiter. Hat. Wir müssen da zwar an den Popo der Welt fahren, aber egal. Ah, das habe ich schon mal gemacht. Da muss man am Anfang so warten, so ja. Nachher kann man mit dem Bulldozer fahren. Das ist lustig. Ich fahr einfach mal bei dir mit, wenn du nichts dagegen hast. Nein, du fährst mit dem eigenen Roller. Oh. Bist zu fett, sonst fahren wir wieder zu langsam. Hey, ich muss noch kurz an den Strand fahren, weil da, weil mein Punkt da ist vom Fischer. Okay. Ja, weil es ist echt so, mit zwei Rollern sind wir viel schneller, weil die Roller halt schneller können. Ja, weil ich nicht so fett bin dann. Ja doch, aber dein eigener Roller kann das. Wenn wir zwei auf einem Roller sind, dann ist ja, doppelte Fettmasse. Also, eins muss man ja dem FBI lassen in der Bullerei, die haben coole Autos. Die haben Cheetah, die haben Infis, die haben einen Premier. Ja genau, steig einfach ab den Roller. Sie haben Roller. Ein bisschen Rollspiel. Achtung, da kommt ein Pizza. Kommt ein Polizeiauto. Du bist jetzt rechts, links gerade ausgefahren. Zum Strand. Okay. Nein, warte, ich fahr Fail. Ich fahr Fail, absolut Fail. Weißt du, wo die Docks sind? Die Docks? Und warum kann ich die Map nicht öffnen? Warte, wenn du drück auf F11, dann siehst du bei der LS-Insel oben so ein Pizzastück. Auf der Höhe eines. Auf der Höhe eines Herzchens, dort warte ich. Okay. Bei der Pizza. Ganz oben. Warte, ich muss mich kurz konzentrieren. Oh, like a boss. Like a boss. Ja, ganz links. Also links die oberste Pizza. Okay. Dort bin ich. Da bin ich auch jeden Moment. Pizza, ich komme, woi! Pizza. Große Gabe, Pizza ist die beste Pizza. Ich will kein Fischer sein! Pierre 69, Nein. Ich steig mal kurz in so ein Boot ein. Es wackelt wie Sau. Hier ist das Pierre 69. Wie mache ich die Punkte vom Navi wieder weg? Keine Ahnung. Karte? Verpackt. GPS gibt's nix, okay. Gut, dann müssen wir den Punkt hier einfach getrost ignorieren. Warum hast du auch zwei Punkte drauf, oder wie? Yep, ich hab einmal den Fisch. Jetzt habe ich nur noch eins. Ich hab den Fischer markiert. Den Arbeiter aber dafür nicht mehr. Okay. Kommst du? Ja, ich komme. Aber ich habe natürlich so viel Skill, ich weiß, wo der Arbeiter ist. By the way, wir hätten da hinten. Ah nein, das war ein Stück weiter entfernt. Egal. Wir nehmen hier die Zugbrücke. Ist es eigentlich ein Bug, dass man so schnell fährt, wenn man das macht? Einige sagen ja, ich sage nein. Weil du kannst dich ja beim Motorrad wirklich auch in Real Life halt so. So nach unten legen. Ja, aber es ist nicht halt so gedacht. Was? Es ist ja natürlich ja nicht so gedacht. Ja, doch, eigentlich schon, weil du hast ja dann auch im Real Life, wenn du dich ja nach ein bisschen duckst, hast du ja weniger Luftwiderstand, was dich auch schneller macht. Also ich finde es eigentlich real. Also ich denke, das ist beabsichtigt von Rockstar. Beim Auto geht's nicht, so viel weiß ich, also es ist nur beim Motorrad so. Ja, und weil man auch aufstehen kann, also ich meine, ich kann ja auch hier aufstehen gucken. Ja, das kann man ja auch beim Roller. Ja, natürlich, aber. Weißt du, ich weiß schon, was du meinst, dass das natürlich real ist, aber. Ich meine, man muss ja mehrmals hintereinander drücken. Also, es ist ja. Sie haben ja damit nur wollen, dass man ja aufstehen kann, oder nicht? Keine Ahnung. Und halt, das ist dann beim Prozess von. Hier hat einer sein M5 in der Luft geparkt. Ich finde das auch so dufte, die lassen ihre Polizeiautos einfach irgendwo in der Prärie stehen, holen sich ein neues. Alles auf Kosten des Staats.
Und wir müssen dann alles bezahlen. Deshalb haben wir so hohe Steuern, weil die jede Woche neue Dienstfahrzeuge brauchen. Wieso bist du verdammt viel schneller? Weil ich Skill habe. 69er Skill. Männliches Auto. Männlichstes Auto ever. Komm, warte, ich warte mal auf dich. Das ist aber nett. Ich warte aber nicht auf dich. Oh. Speed-Gefühl. Ich glaube, ich habe das nächste Level schon frei. Also, ich zeige euch mal kurz den Wartarbeiter-Job. Ja, der ist langweilig. Boring. Ich zeig's trotzdem, damit die Leute einfach mal gesehen haben. Ja, natürlich. Du darfst das machen. Habe ich die Erlaubnis? Darf ich wirklich? Sicher, natürlich. Das ist für alles die Erlaubnis. Wir könnten natürlich auch hier einfach den Job jeweils machen und hier auf dem Parkplatz unseren Journey abstellen, also unseren Wohnwagen. Oder wir lassen. Bam! Voll auf die Fresse. Voll auf die 12. Nimm deinen Roller mit. Ach. Ich hab gar ne. Oh Mann, ist das dumm. Was? Ich hab das Level gar noch nicht. Ich hab 36 von 100. Ich hab ein bisschen mehr, aber komm mal mit. Warte, ich muss es zuerst noch. Wollen wir schon machen oder? Ja, ja. Ich zeig mal kurz den Anlagen-Dingens-Bums. Ja, muss ich auch noch. Wir laufen nicht runter, weil das hat viel mehr Skill. Geronimo! Oh, oh. Bam! 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 Den roten Punkt verpasst. Roten Punkt! Hast du mich gerade geschlagen? Nein, nein, hey. Einbildung. Ey, du bist so fett, ich muss da ran! Jetzt bin ich zu fett. Na, willst du runter? Na, aber. Nein, wir mögen uns im Real Life, also ihr müsst keine Ahnung. Ja. Was machst du da hinten? Nichts. Oh mein Gott. Aber jetzt rührt er da noch irgendwas. jetzt fummelt mich da noch was rum. Aha, okay. Das da rein, okay, dann passt das. Das passt. Habe ich gerade gerülpst oder war das du? Nein, also ich habe glaube ich sind dann so weit runter, dass man das nicht mal hört bei mir selber. Nein, ich meine hier in-game. Das finde ich auch so geil, der kann das von hier oben warten. Ja, der ist Killer. Das ist Zocker, der ist Killer. Kann es auch von oben. Denkst du bestimmt jetzt auch scheiße, warum rede ich mit dem? Ticket-Spam. Ein Ticket reicht auch. Ein Ticket, ui. Hä, wie viel bekommt man denn für das? Nicht allzu viel. 10? Wow. Bringt's ja fast. Ja, es ist nicht der lukrativste Job, aber keine Ahnung, wie viel man nachher dann verdient. Ja, hoffentlich ein bisschen. Ja, ich hab da nie vor, Tracker zu machen, weil ich fand das irgendwie immer lustig. In GTA San Andreas habe ich auf der PlayStation 2 immer nur mit dem Tracker rumgecruised. So, ich würde sagen, wir haben es jetzt einmal gezeigt, das reicht auch. Ich würde sagen, also ich fahre wieder nach oben. Okay, warte, ich komme mit. Warte. Kann man das irgendwie beenden, dass es hier nicht mehr die Dinger zeigt? /cancel job, warte. Cancel Job. So. Zusammengeschrieben? Nee. Oh. Danke. Hey, nimm den Roller da hinten. Einfach mal zum Ding. Doch, einfach mal um zu nerven. Und damit du schneller bist. Und ich auch. Tut mir leid, ich wollte dich nicht runterstoßen. Oh. Du bist so gemein. Schlägst mich immer vom Roller runter. Das ist so fies, Martin. Oh. Wir sind keine Freunde mehr. Ja, Skittler. So, also ich mache jetzt mal Fischer. Fischer? Ich probiere jetzt mal den Fischer aus. Okay, warte, dann mach mal den hier. Du kannst ja mit aufs Boot kommen. Nee. Dann sitzen wir zusammen in einem Boot. Verstehst du? Ja, wir sitzen beide in meinem Boot, weil und so.
Kann man das jetzt schon wieder nachgucken? Was willst du? Moment. Ich schaffe dasselbe. Selber auch. Oh. F11. Warum kann man die Befehle nicht wiederholen? Das finde ich auch dumm. Aber ich glaube, das ist ein Fehler von MTA oder einfach eine Funktion, die MTA noch nicht hat. Oh, das so. Das finde ich bei SMP coolerer. Kommst du auch dann zum Fischer? Soll ich? Nee, ich frag aus Spaß, weißt du? Ja, schwing deinen Arsch zum Fischer. Ja, wo ist der Fischer? Oder dann mach was anderes, passt schon. Okay. Mach ich's halt alleine. Wenn du nicht willst. Muhahaha, ich habe jetzt allen LKW-Fahrern, die mich weghauen wollen, getrotzt. Bitte, ich passe hier durch. Ja, ich passe hier durch. Weiß man ja nie, also von den Maßen her hätte es gepasst, aber bei GTA weiß man nie, ob da irgendwie eine Hitbox ist oder so, wo ich reinfahren kann. Übrigens hier, muss ich mal kurz erzählen, hier hat, auf der Brücke hat mich ein Polizeiauto, nee, ein Trucker hat mich von meinem Roller gehauen. Ich stand hinter meinem Roller, mir kam ein Polizeiauto entgegen, ist in meinen Roller gefahren und ich bin dann hier runtergefallen. Und war instant tot. So, bitte, lass es funktionieren. Lass es. Fick dich. Es muss funktionieren. Hab keinen Bock rumherum zu fahren. Jetzt komm. Oder so. Nicht runterfliegen, bitte. Dann fahren wir halt ganz regelkonform. Hast du zufällig weißt, wie man Cancel Job schreibt? / CANCEL Job. Achso, und das ist auseinander. Job ja. Auseinander. Ja. Was? CAN. Was? CANCEL. Hast du in der Schule nicht aufgepasst? Nee, und du? Offensichtlich schon. Achso, ja dann. mal mehr als du. Ja, ich meine, einer von uns hat aufgepasst. Einer muss ja was davon Kasten haben. Genau. Ich glaube, ich gehe eine Runde. Was soll ich riskieren? Ich glaube, ich habe noch Chips. Ja, ich glaube, ich gehe eine Runde ins Casino. Casino. Kann man da wirklich was gewinnen? Sicher. Ja, okay. Kann man. Wie viel gewinnst du? Roulette spielen. Je nachdem. Wenn ich spiele, meistens Roulette. Wenn du auf die grüne Zahl setzt und die grüne Zahl kommt, bekommst du das 36 mal so viel, wie du gesetzt hast. Also wenn du irgendwie... Also wenn wir irgendwann Milliardär sind, dann müssen wir immer 100.000 auf die grüne Zahl setzen. Genau, kann man so sagen. Ich glaube, ich sollte eigentlich noch Dings haben. Habe ich noch ein paar Chips? Ah ja, okay. Noch 800 Chips. Ja, ich spiele ein bisschen, wenn du nichts dagegen hast. 25 auf das hier und... Und was machst du, wenn ich was dagegen habe? Dann hör sofort auf und geh sofort das machen, was du sagst. Hör auf und geh dich umbringen. Okay, danke schön. Nee, Spaß. Und? Die 4 schwarz. Oh. Du hast soeben einen Fisch gefangen. Insgesamt hast du schon einen Fisch. Hätte ich nie gedacht, liebes Spiel. Oh. Niemals. Niemals, dass wenn ich einen Fisch fange und vorhin noch nie gefischt habe, dass ich dann einen Fisch habe, hätte ich nicht gedacht. Danke vielmal für diese Information. Naja, wenn schon, denn schon. Alter, das Wasser ist aber fucking unruhig. Ein langsameres Boot konnten sie auch nicht mehr auftreiben. Sieht irgendwie aus wie so ein Boot von der Küstenwache, wo du denkst, ja, das könnte noch ganz schnell sein. Dann fährst du 2 Meter und denkst dir, eigentlich schnell was anderes, ne? Ja, schon. So, machen wir mal hier drauf ein bisschen und hier machen wir mal 15. Nein, nicht 28, 15. So, und hier auch nochmal.
So, da fahren wir mal in die Nähe der Army Base. Vielleicht sehen wir ja was. Du hast eben 3 Fische gefangen. Insgesamt hast du schon 4 Fische. Ja gut, jetzt ist es berechtigt für Leute, die nicht rechnen können. Mhm. Gibt auch Leute, die denken, 3 plus 1 ist 5. 3 plus 1 ist 5, ja, natürlich. Hast du das nicht gewusst? Mhm. Dann hat er das Spiel einen Bug oder das Script. Hm. Schon wieder. Der Wendekreis von dem Ding ist atemberaubend. Weil es interessiert ihn den Scheiß, ob ich einlenke oder nicht. Interessiert ihn einfach mal instant nicht. Du hast soeben 0 Fische gefangen. Yay! Highscore! Highscore! Woo! So, jetzt guck mal, was passiert. Ich lenke voll nach rechts ein. Erst eine halbe Stunde später lenkt er. Du hast eben 2 Fische gefangen. Insgesamt hast du schon 6 Fische. Und ich nehme an, im grünen Punkt kann ich die ganzen Fischis dann verkaufen, ne? Würde es sagen, ja. Fischi! Versteigerung! Guten Tag, Mitbürger von Sandreas. Ich hätte heute fast einen Flash abstauben können, aber der Preis war so hoch über meinem Limit. So schnell. Wie? Was für ein Flash? Ist das ein Auto oder wie? Ja, ein Flash. Es gibt ein Auto, das nennt sich Flash. Das ist so ein plattgedrückter Golf. Verstehst du? So. Das Startgebot war 2000. Ist eigentlich ein ziemlich gutes Auto. Hat auch ziemlich viele Extras und so. Der Preis fing an bei 2000. Dachte ich mir, ja, jetzt hast du ja was gespart. Zahlst, bietest mal 5000. Kommt der nächste, 10. Böm, 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 alle 3 mit zerstört. Sein UT-Club. Ich weiß nicht, was die ganzen Abkürzungen UT und so Zeugsens haben. Irgendwie untuned oder so. Moin. Warte, ich wollte da hinten zum Punkt. 8 Fischis sind noch nicht genug. 8 Fischis, hui. Das Ding ist so scheißen langsam. Es ist zum Schreien. Zum Schreien ist das. Ich hole noch den Checkpoint und dann hole ich noch den links beim Herzchen und dann ist gut, ist fertige Fischstolle. Du hast eben 1 Fisch gefangen. Insgesamt hast du schon 9 Fische. Oh mein Gott. Ich muss da. Da unten liegt ein pinkes, was ist das? Luftkissenfahrzeug müsste das sein, wenn ich das richtig... Unter Wasser liegt einfach mal so ein pinkes, pink-schwarzes Luftkissenfahrzeug. So, die Wendung hier wird ganz lustig, weil hier so ein dämlicher Tanker steht. Und wie gesagt, mein Boot interessiert's nicht, ob ich lenk. Boah, würde ich 1000 Dollar auf die auf die Null setzen. Und würde ich gewinnen, hätte ich dann 36.000 Dollar. Einen Bis halben Wohnwagen, ne? Ja, schon. Der Wendekreis von dem Ding, habe ich ja schon mal erwähnt, ist übel scheiße. 5 Fische, wow. ZT wurde von Vio Wolf für 100 Stunden gebannt. Grund, Regelbruch, der ist eine Woche weg. Hui. Na, eine knappe Woche. So, jetzt geht's auf zum grünen Punkt und dann ist genug für heute. Was ist der Sofortkaufpreis? Ah, gibt es nicht. Hm. 19.000 ist Startgebot. Bist du gerade mit dem Boot losgefahren? Ah nee, du sitzt hier im Casino. Nein. Ja, ja, ich bin im Casino am Sitzen. Immer sein Geld verzocken. Natürlich, wenn schon, denn schon.
Es interessiert das Boot so einen Scheißdreck, ob ich einlenke oder nicht. Ist ihm einfach mal sowas von scheißegal. Interessiert das Boot einfach mal nicht die Bohne. Hui, Bohne. Ich habe 14 Fische für 480 Dollar abgegeben. Hat sich ja schon fast gelohnt, dass ich hier 10 Minuten... Wie viel? 480 Dollar, irgend sowas. Hat sich fast gelohnt, dass ich hier eine halbe Stunde durch die Prärie gejuckelt bin. Ja. So, aber es ist 18 Uhr. Und du weißt, was wir um 18 Uhr tun. Nein, und du? Nein, Spaß natürlich. Danach kommt der Livestream, aber sagt's bitte keinem. Muhahaha, ich bin da das Alpha-Männchen. Ich hab grad eine Laterne umgeboxt. Pam, 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 pam. Muhahaha, ich bin Karate-Bauer. Na, ja, ich hab richtig verstanden. Nicht Karate-Kid, ich bin Karate-Bauer. Bam. Leider kein Gewinn. Doch, komm sicher, jetzt 3 Minuten oder 3 Siebten, komm jetzt. Bäm, ich hau hier einfach mal die Laternen um in der Zeit, ne? Ja, ich drehe hier ein bisschen am einarmigen Bandit. Warte, noch eine Runde, dann höre ich auf. Wir haben doch hier irgendwo einen pinken Dingens gefunden. Das sind Häuser, die sind dazu gemappt worden. Die stehen da normalerweise nicht. Wo haben wir nochmal das pinke Luftkissenfahrzeug gesehen? Also hier wohnen Leute, denen es gut geht. Hier. Scheiße, eine Melone Theorie. Hat gefehlt. Nein, Melone. $1 Miete. $1 Miete? Ja. Das ist ja nix. $1 Miete. Ich glaube, hier müsste das Luftkissenfahrzeug sein, ne? Okay, eine Runde spiele ich noch. Ich habe noch $80. Komm jetzt. Komm jetzt, ein armiger Partit, lass mich nicht in den Stich. Nein! Ich wollte noch nicht. Oh ja, oh ja! 120 Dollar Gewinn! Ach, da ist das Luftkissenboot. Hat sich ja fast gelohnt. 120 Dollar, krass. Ja, 3 Melonen. Alter! Alter, geht die Luft schnell weg! Alter! Alter! Ja, nochmal! Tauch auf! 95 Dollar Gewinn! Ja! Ich glaube, man kann die Lunge aber trainieren, ne? Muss man, glaube ich, auch für FBI-Laufbahn. Werde ich jetzt tun. Oh, leider kein Gewinn. Puh. Platsch. Einfach mal wie so eine Leiche hier rumtreiben. Die Quallen! Quallen! Na, wie geht's, Kollegen? Nein, nicht abtauchen! Light wurde für 18 Stunden gebannt. Grund, sinnloses Deathmatch. Da finde ich cool, dass die hier wirklich durchgreifen. Ja, das ist prickelnd. Da sieht man, dass sie eben was machen. Mhm. Dim, 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 dim. Tauch auf! Das war knapp. Delfin! Delfin! Delfin, 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 Delfin. Der ist so toll animiert. Der schwimmt hier rum. Es ist unglaublich. Es kommen mir fast die Tränen. Er ist so geil animiert. Delfini, Delfini. Ich sollte auftauchen. Shit. So, tut mir leid. Kein Ding. Aber weißt du, ich will nicht, dass hier andere Leute noch in deinen Let's Play da einsprechen, also ich natürlich, weil ich der Beste bin und so. Ja. So, ich hoffe, man kann die Lunge ein bisschen... Ja, 95 Dollar wieder! Jawohl, ich habe 200 Dollar in diesem Casino gewonnen. Insgesamt. Bin sehr gut, jetzt brauchst du nicht mehr arbeiten, jetzt bist du einfach reich. Genau. Hä? Ich war doch rechtzeitig oben. Naja, egal. Leider kein Gewinn.
Ich würde sagen, jetzt machen wir Schluss für heute, ne? Ist schon. Warte, ich will noch einmal ziehen. Noch einmal. Und wenn ich jetzt gewinne, dann ja. Und wenn ich verliere, dann ja. Dann kauft er uns einen Wohnwagen. Genau. Oh, leider kein Gewinn. Ja, okay. Ich hau den Leuten hier nochmal den Zaun kaputt, weil ich der wütende Bauer bin. Ne, ich bin der Karatebauer. Stimmt. Muhahaha. Die Welt erschüttert vor meiner Macht. Muhahaha. Naja. Ich würde sagen, das war's für heute, ne? Die Bimmelbahn. Bahn. Ich hoffe, Boah, fast drei Kirschen. Ja, du hoffst. Nein, ich bin zu dumm, um da aufzusteigen. Naja, egal. Ich würde sagen, das war's für dieses Mal von Let's Play MTA VO Real Life. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, wieso es euch nicht gefallen hat. Und dann kommen wir persönlich vorbei und geben euch eine Ohrfeige. Genau. dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschö. Tschüss.